Hochverehrte Gäste, meine lieben ehemaligen Tastenakrobaten. Mark Twain, der amerikanische Erzähler, sagte einmal: Was könnte man dem Menschen antun, der das Feiern von Geburtstagen erfunden hat? Nur umbringen wäre zu wenig. Also lassen wir den Übeltäter doch am Leben. Natürlich hege ich gegen den Initiator dieser Feierstunde, gemeint ist Professor Grapp, keine solchen negativen Gefühle, sondern ich danke ihm und seiner Frau für seinen großen Einsatz bezüglich der Organisation. Ebenso seien alle eingeschlossen, die sich an der Mitgestaltung beteiligt haben. Großen Dank auch meiner lieben Frau, die sich an dieser Verschwörung mit Nachdruck beteiligt hat. Besonderen Dank auch an Frau Dorothee Göbel und an Frau Ursula Bastian, die alles bestens mitorganisiert haben. Ja, ich bin überrascht, was hier zu Ehren eines vielleicht schon zu lange wirkenden Orgelschlägers alles geboten wird. Da nach Nietzsche das Leben ohne Musik ein Irrtum sei, habe ich es vorgezogen, rechtzeitig in diesen Kunstzweig einzusteigen. Beethoven schrieb einmal an den Erzherzog Rudolf, 1819, die Musik verdient es, studiert zu werden. Mein Einstieg in die musikalischen Gefilde verlief etwas dramatisch. Mein Vater, ein Musikwissenschaftler und Chorregent an der Basilika in Kempten, zeigte sich gar nicht begeistert darüber, dass ich am Ende seines festlichen Maiandachtspiels auf eine Orgeltaste drückte, die den strahlenden Schlussakkord sehr unpassend verfärbte. Somit habe ich mich damals schon etwas in die moderne Tonsprache eingeführt. Relativ bald habe ich angefangen, das Gottesdienstspiel mit zu übernehmen, wie zum Beispiel tägliche Rosenkränze, Oktoberrosenkränze, Rurateämter, Maiandachten und dergleichen. Allerdings ohne Honorar. Die Rorateämter musste ich bei Stalllaternenbeleuchtung spielen, da im Krieg noch Verdunklungspflicht bestand. Mit etwa 12 Jahren forderte mich mein Vater auf, die Orgelmesse am darauffolgenden Sonntag zu spielen und zu begleiten, weil sein Organist erkrankt war. Ich habe ihm zu verstehen gegeben, dass ich das nicht kann. Es folgte sofort seine Klarstellung, dann üb sofort, heute ist erst Donnerstag. Ja, so war das halt. Im Übrigen habe ich in dieser Zeit, wie ich in Kempten noch Orgeldienst gemacht habe, eine Hochzeit gespielt, da steht es nicht da drin. Das waren 25 Polenpaare. Ja, die durften nur nach Amerika auswandern, wenn sie geheiratet haben. Und nachdem das also fast 3 Stunden gedauert hat, habe ich hernach noch zu erfahren bekommen von dem damaligen Pfarrer. Er sagte, jetzt stellen Sie sich vor, jetzt kam schon wieder einer zu mir, gleich in die Sakristei, und hat gesagt, ich habe die Falsche erwischt. Also soweit. Allmählich habe ich mich auch für die Improvisation interessiert. Musste man damals doch von Lied zu Lied Zwischenspiele und entsprechende Modulationen spielen. Das waren damals die sogenannten Singmessen. Mein Einstieg in diesen Kunstzweig erfolgte aber so richtig durch die Beschäftigung mit dem Choralvorspiel Wachet auf, ruft uns die Stimme von Bach, dessen Form mich besonders interessierte, weil der Cantus Firmus in der Mittelstimme lag. Ich erinnere mich noch, mit welch großer Begeisterung die Damen meiner Orgelklasse die Improvisationsübungen aufgenommen haben. In Anführungszeichen natürlich. Leider oder zum Glück war mir damals für meine Improvisation der Spruch von Seneca nicht bekannt. Es heißt hier, kürze die Länge, damit sie nicht verdächtig wird. Als instrumentale Nebenbeschäftigung habe ich mich auch mit dem Viola-, Geigen- und Cellospiel auseinandergesetzt. Das waren keine großartigen instrumentalen Leistungen. So erinnerte ich mich später an den Spruch von Albert Einstein, dem berühmten Physiker, der auch ein leidenschaftlicher Geiger war. Der Dilettant hat zwar sein Recht und spielt er noch so schlecht, doch soll er andere nicht verdrießen, so muss er brav die Fenster schließen.
Allerdings war mir der Umgang mit Streichinstrumenten sehr dienlich für die Leitung meines damaligen Jugendorchesters in Kempten. Meine Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule begann mit einem kleinen Verrat eines kunstliebenden Musikjüngers, der anscheinend einen Draht zur Prüfungskommission hatte. In einem schäbigen, mit Kohlestaub erfüllten Zimmer wurde meine Eignung zum Kirchenmusikstudium auf die Probe gestellt. Als ich den Raum betrat, ging ein Nuscheln los, aus dem zu hören war: Das ist der. Diesen Einwurf hatte der damalige Prüfungsvorsitzende Professor Josef Haas mit einem freundlichen Gäste wahrgenommen. Aber ganz so freundlich war für mich die Angelegenheit nicht. Professor Berberich, der damalige berühmte Münchner Domkapellmeister, hatte mir unter anderem gleich einen vierstimmigen Satz in alten Schlüssel zum Blattspielen vorgelegt. Das ging übrigens die ganze Studienzeit so weiter. Nicht nur, dass er mich in alten Schlüssel vier- bis sechsstimmige Motetten teilweise transponiert spielen ließ, sondern er legte mir auch spartierte Chorsätze bis zur Achtstimmigkeit vor, die ich ihm vorzuspielen hatte, weil er den musikalischen Wert dieser Musik feststellen wollte. Es war so alles Blattspiel. Gerne erinnere ich mich auch noch an meinen Theorielehrer Professor Geierhaas, der sehr streng war, aber ein hervorragender Lehrer. Seine Akkorddiktate am Klavier waren gefürchtet. Im Nebenraum unterrichtete Professor Knappe Orchesterdirigier mit einer emotional geladenen, lauten Stimme, sodass unser Theorieunterricht manchmal gestört war. Übrigens saß bei dem gerade erwähnten Dirigierkurs als damaliger Student der jetzige Dirigent Christoph von Donani. Aber auch über den Klavierunterricht bei Professor Köbel gibt es was zu berichten. Nach circa einem Jahr Unterricht habe ich mich selbst verraten, waren doch die von meinem Lehrer geforderten Werke relativ leicht zu bewältigen. So legte er mir ein neu erschienenes Werk für zwei Klaviere vor. Er wollte unbedingt hören, wie dieses Opus klingt und bat mich, den zweiten Part wenigstens anzudeuten. Da packte mich aber der Ehrgeiz und ich legte mich, wie man so schön sagt, ins Zeug. Während des Spiels unterbrach er und sagte zu mir: Sie haben mich jetzt ein Jahr lang an der Nase herumgeführt. Kaufen Sie sich sofort die Noten des Klavierkonzertes von Schumann und die Telemann-Variationen von Reger. Das erinnert mich an einen Ausspruch von Widor: Die Zeit ist vorbei, wo man hoffen konnte, aus einem schlechten Pianisten einen passablen Organisten zu machen. Von meiner Tätigkeit bei den Regensburger Domspitzplatzen gäbe es natürlich auch allerhand zu berichten. Ich war dort mehr oder weniger Musikpräfekt und laut Aufgabenstellung vom damaligen Domkapellmeister Professor Schrems für alle musikrelevanten Aufgaben verantwortlich. Dieser Bereich erstreckte sich im Unterrichten von Klavier, Orgel, Theorie, auch im Rahmen der Schulmusik, Orchester und Chorleitung und nicht zuletzt Unterrichts- und Übungsstundeneinteilung für alle Musiklehrer und Domspatzen. Es galt damals, die musikalischen Leistungen im Chorgesang und Instrumentalspiel zu rechtfertigen, weil die Gründung des Musikgymnasiums bevorstand. Domkapellmeister Schrems war immer darauf bedacht, pädagogische und musikalische Höchstleistungen zu fordern. Den Musiklehrern gab er zu verstehen: Jetzt passen Sie auf, wer hier nach Stunden arbeitet, gehört nicht ins Haus. Namhafte Instrumentallehrer konnte er für das Haus gewinnen. Kaum waren die Buben von der Vorschule in das Musikgymnasium eingetreten, munterte er die kleinen Geigerlein auf, fest zu üben, damit sie recht bald in das Orchester aufgenommen werden können. Dazu meinte einer der Geigenlehrer: Wenn der liebe Gott schon 9 Monate braucht, dann steht uns sicherlich ein größerer Zeitraum zur Ausbildung zu. Das hat Schrems natürlich nicht so gern gehört. Aber auch sich selbst hat Professor Schrems viel abgerungen. Er war ein glänzender Stimmpädagoge. Den Beweis hierfür lieferten die hervorragenden Solisten. Bei Aufführungen in Frankfurt und Salzburg anlässlich der Wiedergabe der Mozartschen Zauberflöte war ich als Betreuer dabei. Generalmusikdirektor Georg Scholti meinte, er wäre froh, wenn seine erwachsenen Solisten so spontan reagieren würden. Die vielbejubelten Aufführungen der Oper Hänsel und Gretel in Regensburg und München waren immer restlos ausverkauft.
Eine der damaligen Gretellen sitzt hier im Aufnahmeraum, Professor Ulrich Kraus. Der Hänsel dazu wurde Hygieneprofessor in Freiburg. Ich erinnere mich auch noch an einen kleinen Domspatzen, der mir die erste Invention von Bach mit einer musikalischen Aussagekraft vorspielte, dass ich nur so erstaunt war. Gefragt, weshalb er diese Musik so ausdrucksvoll spiele, antwortete er, weil das so gehört. Man konnte also feststellen, wie der Gesang die musikalische Aussage beeinflussen kann. Schließlich war es Professor Schrems, der die Aufforderung von sich gab, bestimme das Lied der Jugend und du formst ihren Charakter für das Leben. Einer schrieb in sein Notenheft, Musikunterricht bei Franz Lerndorfer. Ja, so ganz Unrecht hatte er ja gar nicht. Der polyphone Chor sang im Regensburger Dom hinter einem Vorhang, rechts neben dem Altar. Im Schulmusikunterricht stellte ich die Frage, was versteht man unter Polyphon? Da erhielt ich von einem Buben zur Antwort, Polyphon heißt hinterm Vorhang singen. Aus meiner Münchner Zeit brauche ich nicht viel zu erzählen. Wir haben sie ja gemeinsam erlebt. Da muss ich schon eher Angst haben, dass sie über mich einiges berichten. An der Hochschule habe ich 32 Jahre unterrichtet. Am Münchner Dom orgelte ich von 1969 bis 2002. Wobei die letzten Jahre am Dom keine freundlichen Eindrücke hinterließen. Da kann ich nur sagen, ich vergesse niemals ein Gesicht, aber in diesem Fall wäre ich froh, eine Ausnahme machen zu können. Zum Schluss noch zwei Zitate aus berufenem Mund. Wern sagte, die Orgel ist nicht dazu da, die Gläubigen in der Kirche zu zerstreuen, sondern ihnen beim Beten zu helfen. Und Bach schrieb, es bleibe die Musik des Himmels liebstes Kind, wenngleich ihre Söhne nicht alle heilig sind. Liebe Willkommen, danke vielmals und verabschiede mich jetzt.